Ich wollte gerade so richtig loslegen, aber ich sehe, dass wir in 2 Minuten 20 Sekunden eine kleine Wartung haben. Die warte ich erstmal ab, bevor ich euch dann begrüße und dann sehen wir uns nach dem, ja, ich weiß nicht, kurzen oder langen Cut einfach wieder. Ich war sowieso nicht auf dem richtigen Dorf, aber jetzt erstmal willkommen zu einer Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ich suche was, Leute. Erstmal Musik ein bisschen leiser machen. Ich suche ein bisschen was. Also tatsächlich habe ich die Tage mir einen Wolf gesucht. Hier im Clan Free-to-Play, habe ich ja gesagt, gehe ich mal für euch mal wieder ein wenig aufnehmen. Clanspiegel 100 Punkte. Okay, das kannst du ja keinem antun. Das habe ich aber nicht gesucht, sondern ich habe einen Clankriegsangriff gesucht aus dem letzten Clankrieg. Der neue Clankrieg startet erst in ein paar Stunden. Wir haben hier eine ganz nette Siegesserie, hatte ich glaube ich gesagt, 14 an der Zahl. Und wir können natürlich jetzt, vermutlich kann ich jetzt noch nicht mal mehr die Wiederholung gucken. Ich muss mal eben schauen, ob man hier noch Wiederholungen gucken kann. Ja, kann man noch. Okay, also ich habe jetzt aufgrund der Wartung, hat man ja dann immer, also zumindest ich so als Aufnehmender, immer so ein bisschen Schiss, dass man irgendwo nicht mehr aufnehmen kann, weil die Wiederholungen weg sind. Oh, das war aber ein Dip von Ramses. Also entweder war es in diesem Clankrieg oder es war ein anderer Clankrieg. Ich weiß es einfach nicht mehr. Da muss man sich das wohl aufschreiben. Aber vielleicht schaut derjenige ja zu und kann mir nochmal die Nummer sagen, wo mit Babydrachen angegriffen wurde. Also mit Babydrachen, das waren 2 Angriffe jeweils. Das war auch, glaube ich, ein und die gleiche Person oder ein und dieselbe Person, die nämlich zweimal hintereinander angegriffen hat. Wir haben nämlich noch kurz gechattet, kann ich meinen zweiten schon machen und so weiter. Und ich habe dann gesagt, ja, mach mal auf die Nummer, passt schon, muss eh weg. Und da hatte der noch so unheimlich viele Babydrachen überall. Also das war, ich weiß nicht, ob es eine alte Taktik ist oder eine etwas neuere Taktik ist. Ich kann mich aber ganz klar daran erinnern, dass er im ersten Angriff 7 Babydrachen über hatte und im zweiten Angriff 10 Babydrachen nicht setzen musste. Und ich glaube und ich meine, es war ein Rathaus 10. Ich meine, es war ein Rathaus 10, der den Angriff gemacht hat, aber ich lasse euch mal nebenher so ein bisschen Free-to-Play Angriffe abspielen, sondern wir rocken hier ganz gut das Feld, muss ich sagen, auch in der Zeit, wo ich jetzt die ganzen Wochen hier überhaupt nicht gespielt habe, hat sich der Clan hier einfach zum Clan entwickelt, so muss man mal sagen, einfach zum Clan entwickelt. Die Vizes machen hier einen guten Job und der Clan ist auch recht gut befüllt. Ich glaube, im Moment sind wir 45. Und ja, ich ändere das in meiner Beschreibung unter meinem Video. Wir nehmen erst ab Rathaus Level 8 auf und nicht, wie es in meiner Videobeschreibung seit Jahren steht, ab Rathaus Level 7. Also das wird auch geändert. Und falls ich das nicht gemacht habe, macht mich nochmal darauf aufmerksam. Aber ich habe es mir jetzt weggemerkt. Aber ich habe mir leider nicht weggemerkt, welche Angriffe das nochmal waren, die dazu geführt haben, dass wir hier so krass abgeliefert haben. Ja, wie gesagt, das war was mit Babydrachen. Ihr seht hier jetzt im Moment hartes Rumgespamme mit Riesenhexenbowler oder so wie jetzt mit Golems, Hexen und Bowler. Aber gerade, obwohl, was macht er denn eigentlich da? Ah, okay. Er blitzt da die beiden Infernotürme heißen sie, Infernotürme raus. Okay, damit kein Multi mehr da. Und dann kannst du es ja eigentlich ganz frisch abgehen lassen. Okay, entweder hat das gewusst, dass da außen schon mal ein Tesla ist und auch da unten ein Troll-Tesla ist auf 6. Weiß ich jetzt nicht, ob das der erste oder zweite Angriff war, aber gehen wir ein bisschen näher rein für euch. Und ja, aber ich suche die noch. Ich suche die noch. Oder derjenige schreibt mir einfach in die Kommentare, ich war's. Angriff auf die Nummer sowieso von Nummer sowieso. Dann weiß ich das wenigstens. Kann das nochmal nachbauen und kann das natürlich mal kopieren. Und aber ich fand es schon sehr, sehr schick. Es sah sehr dominant aus. Ich meine, es war was mit Babydrachen und Blitzzauber. Blitzen ist ja nicht so mein Ding, Leute, das wisst ihr. Ich bin nicht so einer, der gerne blitzt. Also ich nutze den Blitzzauber wirklich sehr, sehr wenig. Und denn ich habe immer so ein bisschen Sorge, wenn man so ein bisschen was wegblitzt, gerade wenn du mit Luftangriffen dann unterwegs bist,
dass man dann, dass einem die restlichen Zauber so fehlen. Ja, da habe ich immer so ein bisschen Respekt vor, oder Schiss, kann man auch sagen, dass es am Ende dann nicht reicht, weil die Truppen nicht nochmal durchgewutet werden können oder du hast kein Frost mehr dabei und so. Und deswegen bin ich eigentlich so ein Nichtblitzer. So will ich es mal sagen. Ihr wisst, was ich meine. Okay, auch der Ted hat das gut gemacht. Wir gucken aber gleich mal in den anderen CK. Das war der jetzt der vorherige. Der ist dann auch nicht mehr zu sehen. Wenn der neue startet, dann hat man immer nur einen, den man nochmal im Nachgang schauen kann. Habe ich bis heute auch immer noch nicht verstanden, warum das so ist, dass man nur immer einen Clankrieg nachschauen kann oder maximal zwei, wenn jetzt einer läuft. Aber wenn Liga ist, du hast eine Liga-Woche, dann kannst du die ganze Woche nachgucken. Ja, dann kannst du noch die ganze Woche Revue passieren lassen. Das habe ich, muss ich gestehen, das habe ich nicht wirklich verstanden, warum das so ist. Und vielleicht könnt ihr mir das ja sagen. Liegt das dann an der Datenbankkapazität, die ganzen vielen Angriffe nochmal als Wiederholung nachzuhalten bzw. zu halten? War ich jetzt eigentlich in dem oder war ich jetzt in dem? Ah ne, ich bin schon im Richtigen. Ich bin, glaube ich, schon im Richtigen gewesen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht genau, wer es war. Not Used. Ich glaube, dass der war es eher nicht. Das ist ein Neuner. Na ja, okay. Na. Ich finde ihn nicht mehr, Leute. Tut mir leid, ich kann euch diese coole Taktik nicht nochmal zeigen. Ärgert mich jetzt eigentlich ein bisschen. Aber ist auch nicht der erste Tag, den ich suche. Ist jetzt schon der zweite Tag oder so. Ich war jetzt jedes Mal, wo ich ein bisschen gefarmt habe, habe ich mir die Angriffe nochmal angeguckt. Aber alle nochmal angucken, da müsstest du auch die sehen oder die nochmal angucken, die ja schon gewesen sind. Muss man ja sowieso. Aber ich finde genau diesen einen speziellen nicht mehr wieder. Was ist das denn eigentlich? Oh, das ist aber auch eine komische Kampfart. Das ist, obwohl, das ist ein Zehner. Ja, okay. Der Ui ist ein Zehner oder Ü ist ein Zehner hier. Jetzt sehe ich das. Und nimmt noch mal ein paar Mauerbrecher mit, obwohl er da das Kampfholz hat. Nee, nicht Kampfholz. Mauervernichter heißt er. Mauervernichter. Und der Mauervernichter, ihr seht das hier, die Queen quält sich da. Die Queen hat sich gerade mal so richtig abgequält und hat ihn auch nicht geschafft. Ich meine, ist eine kleine Queen gewesen. Okay, ist ein Dip. Aber macht nichts. Ich zeige euch das trotzdem. Dann haben es die Neuner wohl nicht geschafft, diese Base hier klein zu kriegen. Beziehungsweise wir haben ja auch so eine kleine Regelung ab 10 Stunden, glaube ich, wenn der Clankrieg noch 10 Stunden geht. Dann ist hier Feuer frei und dann darf hier auch natürlich auch gedippt werden, was das Zeug hält. Müssen die Leute selber mal ein bisschen überlegen, wie sie sich ihre Angriffe einteilen oder auch mal nach oben gucken und vielleicht sehen, ah Mensch, da ist ja noch ein Neuner, der könnte den auch machen. Dann kann ich meinen Zehnerangriff, muss ich den nicht verblasen. Aber da ist auch jeder anders und ich gucke da auch nicht mehr so genau hin. Was weg ist, ist weg. Und wenn es denn der Sieg ist, und hier war es ja mal wieder der Sieg mit nur einem Stern, den wir nicht geschafft haben, dann ist das auch für uns in Ordnung. Die Begegnungen passen hier sowieso sehr, sehr gut, was hier Clan Free-to-Play angeht. Mit nur, ich glaube, wir haben nur ein Rathaus 12 oder 2, die spielen im Moment nicht. Und wenn wir nur oben 11er haben, dann haben wir unten meistens so ein bisschen besser, wenn auch nicht ganz so viel. Ich muss mal eben gucken. Ich habe auch, glaube ich, irgendwo angegriffen. Zwei Sockental ist Lela. Boah. Welchen habe ich denn genommen? War das zwei Socken? Da war ich noch mit dem zwei Socken dabei. Ich muss mal eben schauen. Ah ja, zwei Socken hat den gemacht hier. Oh, der zwei Socken nutzt auch meine Kombi, die er sonst auch nicht so wirklich nutzt. Aber vermutlich habe ich einfach meine Farmarmee genutzt, um den hier jetzt zu machen mit einem Golem vorweg. Und vielen, vielen Hexen von jeweils 3 Uhr und 12 Uhr. Also Funnel funktioniert. Und dann ging das hier noch relativ so wie geschnitten Brot durch, würde ich mal so sagen. Also die Base war aber noch nicht ganz max. Da fehlen noch so ein, zwei Kanönchen, die noch gemacht werden können. Sprung hier rein in das Herz der Base, in das Core, man sagt ja auch mal gerne Core der Base, also wirklich mittig rein und die X-Bogen rechts, links, keine Chance.
Tesla-Farm da nochmal, beziehungsweise zwei Tesla vorm Rathaus, zwei Tesla hinterm Rathaus. Aber so kann man es machen und ja, auch schöne Kombi, ich denke mal im Rathaus neuen Bereich, Leute, da nutze die auch. Man kann natürlich auch ein bisschen mehr Golem nehmen und etwas weniger Hexen, aber ich habe es jetzt so auf dem Feld stehen gehabt, beim Zweisocken wahrscheinlich, weil ich mit dem nur Klankriege spiele, mit dem farm ich nicht mehr, mit dem mache ich nur meine Pflicht-Clan-Spielpunkte, sage ich jetzt mal, also mindestens 50 oder so. Und dann ist das gewesen mit dem Account. Mehr spielt sich auf dem zurzeit nicht ab. Die Planungen laufen, was ich mit dem mache. Aber erstmal brauche ich wieder einen Maxed 9er. Das wird dann wahrscheinlich Lela sein. Dann ziehe ich den Zweisocken auch auf 10 hoch. Und Toto wird dann, denke ich mal, auch so weit so sein, dass ich den auf 11 schicken kann. Also es geht wieder seiner gewohnten Dinge nach. Und deswegen suche ich immer noch den Angriff. Ich suche immer noch den Angriff, okay. Wenn du was suchst, ne? Wenn du was suchst, dann findest du es nicht. Aber das ist immer Murphy. Das ist immer ganz normal. Das ist immer ganz normal. Okay, da musste ich hier sogar noch nicht mal mehr zünden. Das hat dann das Spiel für mich übernommen. Wo war dieser Angriff? Toto, Emma hat gedippt, das weiß ich. Toto, seine war noch ein reiner 10 auf 10. Power. Ja, gucken wir mal. Nee, auch nicht. Okay, aber ist was mit Blitz. Okay, ist was mit Blitz. Also Blitz habe ich schon mal gefunden. Auch nicht schlecht. Was blitzt da hier? Die beiden Luftabwehren in der Mitte. Und auch die beiden Luftabwehren da Richtung 12 Uhr. Okay, die stehen aber alles schön vier Felder auseinander. Vier oder fünf Felder waren es, glaube ich, ne? Oder war das vier bis fünf Felder? Auf jeden Fall hat er hier jetzt alle Luftabwehren wegblitzen können. Ärgerlicherweise hat er keinen Feger damit zubekommen, also musste er einen Tod sterben, hat aber schön den Feger dort erstmal angefrostet bzw. gefrostet, hat jetzt noch einen Wutzauber, den nutzt er jetzt wahrscheinlich gleich bei dem gegnerischen Drachen, zumindest würde das da Sinn machen, da kommt der Wutzauber auch. Und ja, das ist so ein bisschen meine Sorge, wenn es hier so ganz ohne Zauber jetzt weitergeht, das ist nicht so mein Ding. Ich hätte gerne noch so ein bisschen was zum Klicken. Ihr wisst, was ich meine. Und aber hier konnten die Drachen jetzt schön außen weiter lang gehen. Oben nochmal Tesla Farm. Und am Rathaus ist aber, glaube ich, auch komisches Design da unten mit den Mauern, die nicht hier richtig integriert wurden in die 9er Base. Und ums Rathaus hat man einfach oder vor dem Rathaus die Tesla Farm hingepackt. Naja, vielleicht auch ein älteres Design, keine Ahnung. Hat der Power aber gut gemacht und im Moment, wie gesagt, sieht das hier ganz smooth aus hier im Clan Free-to-Play. Wir sind also auf einem guten Weg und wir lassen uns natürlich jetzt auch nicht runterkriegen, wenn wir jetzt mal einen mal wieder dazwischen verlieren. Also dann bleibt unser Lock doch noch weitgehend grün und das finde ich auch gut hier, dass es so vorangeht. Ich bin jetzt, glaube ich, mit einem Charakter nur dabei in diesem Clankrieg. Ich glaube, ich habe nur den Toto mitgenommen, denn mein Rathaus 11, der Chief, macht gerade seine Zauberfabrik, seine dunkle. Da ist er am Ausbauen und die beiden Neuner habe ich auch mal rausgelassen und wir sind hier unten auch schon wieder, auch mit unseren Achtern, die wir hier haben, ein bisschen leicht in Vorteil. Hier unten gibt es einen 6er, einen 7er, zwei Achter. Ja, sieht auch da wieder ganz gut aus, aber die haben auch eine kleine Serie. Die Mini-Potager, so heißen sie wohl. Ihr könnt mir bitte noch in die Kommentare schreiben, was das Ausrufezeichen da unten bedeutet. Also hier unten links neben dem Shop. Normalerweise, wenn da ein Ausrufezeichen ist, ist immer irgendwas neu. Ja, also ich hab irgendetwas nicht gelesen. Beziehungsweise eigentlich, wenn man dann einmal reingeht, dann sind die Sachen weg. Aber ich habe keine Ahnung, das Ausrufezeichen verschwindet nicht. Ich habe mir ja schon alle Videos angeguckt, Lord Moore, und ich habe mir alle Events durchgeklickt. Ich meine, im Moment gibt es nicht viele Events. Es gibt die Clan Games, es gibt die neue Season und es gibt Clan War Liga in 4 Tagen, 21 Stunden. Und auch hier in den News finde ich eigentlich nicht wirklich was. Das Foto hier konnte man übrigens kommentieren, was man dort sieht auf Twitter lief das Ganze und auch die Town Hall Tour fand ich sehr, sehr schick. Da haben sich die Leute mal richtig, richtig Mühe gegeben und Supercell hat das zu einem wirklich schönen kleinen Film innerhalb oder außerhalb
innerhalb des Town Halls gemacht, also auch sehenswert auf der Clash of Clans Webseite könnt ihr euch das, YouTube-Kanal, auf den YouTube-Kanal und klar, Clan War Rewards sind mau, bis auf die schwarze Rune und auch hier habe ich eigentlich alles durchgeklickt und trotzdem verschwindet da unten das Ausrufezeichen nicht. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben und auch wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir das mit einem Daumen nach oben zollen. Ich bin dann eigentlich, ja, ich wäre soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, euer Toto. Clasht!